Okay, eine kritische Hirnüberlastung also. Okay, das jetzt sagt nicht gut für unsere Ausdauer. Tja, vielleicht haben wir das Ganze jetzt auch ein bisschen übertrieben. Vielleicht haben wir das Ganze jetzt auch wirklich ein klitzekleines bisschen übertrieben. Aber wir wissen es ja nun wirklich nicht so genau. Ja, wir wissen ja wirklich, er sagt nicht so genau, ob wir wirklich nicht zurückkommen können. Das ist ja jetzt aktuell das Problem. Und unsere Ausdauer müssen wir auch erstmal wieder irgendwie wieder auf die Reihe kriegen. Das lag jetzt auf jeden Fall an der Hirnüberlastung. Gut, das Training ist jetzt also vorbei. Aber ja, dass wir jetzt nichts machen konnten, das lag jetzt wirklich an der Überlastung. Aber vielleicht können wir das jetzt auch wieder korrigieren. Okay, ich wollte gerade ein bisschen spielen. Gut, gut. Mittlere Hirnüberlastung. Tja, dann jetzt nochmal kurz mal auf Storyboard gucken. Wie sieht es jetzt aus? Kapitel 3,5 wird anscheinend jetzt noch so weit gehen. Ach ja, stimmt ja. Wo ist jetzt die Bratpfanne? Stimmt ja, hab ja total vergessen. Hier muss ich ja noch eine Bratpfanne finden. Hier irgendwo? Für die Schleime! Oder vielleicht in irgendeinem anderen Raum hier. Okay, Frieden ist er, sagt da drüben. Aber wo ist jetzt die Bratpfanne? Thank you.
Okay, Toilet, Barber mit Papier. Okay, das ist natürlich ja wahrscheinlich. Wi-Fi ist ja sag hier verboten. Salvation ist da drüben. Menschenskind, das Kopfhörer konnte ich ja sag hier finden, aber eine verdammte Bratpfanne? Nicht? Das ist doch jetzt irgendwie ein bisschen komisch. Ah, doch, hier ist eine. Diese Bratpfanne ist genau das, was meine Mutter braucht. Ich sage ihr lieber nicht, wo ich sie gefunden habe. Warte mal kurz, was ist das? Ein halb verbrannter Brief? Ach zum Teufel damit, ich kann sowieso kein Nilfgaardisch lesen. Was hat jetzt der Sack Nilfgaard mit einer Bratpfanne zu tun? Ich habe Sack beim besten Willen Sack The Witcher Sack gesehen, die Serie. Und anders als was er sagt, manche Leute sagen, so schlimm ist er, sagt die dritte Staffel doch überhaupt nicht. Ja, das trete ich ja, sagt vielleicht jetzt, er sagt ein Fettnäpfchen, aber trotzdem. Ich finde, er sagt die dritte Staffel nicht so schlimm, wie es, er sagt, jeder findet. Okay, ist zwar nun, er sagt nun wirklich schade, dass er sagt, ja. Dass er sagt nun wirklich, Henry Cavill, er sagt nicht mehr den Witcher spielt. Aber wer sagt denn, dass Liam Hemsworth nicht auch einen guten Job macht? Kann man doch jetzt, sagt nun auch nicht wissen. Ich war, sagt zu Anfang, er sah auch nicht gerade sehr begeistert darüber, dass er, sagt in Avengers, auf einmal, sagt Mark Ruffalo, Dr. Bruce Banner gespielt hat. Aber am Ende hat er, sagt auch einen ziemlich guten Job gemacht. Tja, am Ende hat er auch einen ziemlich guten Job gemacht. So, jetzt haben wir, sag schon, Angriffskraft 35, eine leichte Hirnüberlastung jetzt nur noch. Okay, vielleicht sollten wir jetzt, sag mal, bei unserer Mutter hier vorbeischauen, ob sie nun die Bratpfanne nutzen kann. Hier ist eine Bratpfanne. Danke, Kleiner. Jetzt wirst du die Kraft der Penino-Familienrezepte spüren. Ich kann es kaum erwarten, Mama. Jetzt müssen wir nur noch den Geruch von Abwasser und Rattenkacke abwaschen. Das erinnert mich an eine Geschichte über deinen Vater und ein paar Blumen, die er mir geschenkt hat. In mancher Hinsicht seid ihr euch beides so ähnlich. Tja, Penino Familienrezept. Was mit dem Kuchen? Sieh einfach im Kühlschrank nach, Kleiner. Wenn er leer ist, backe ich morgen mehr. Okay, jetzt gibt es dieser Kuchen. Also, Kuchen gibt es bis jetzt noch nicht. Warte, kann es sein, dass der Kuchen eine Lüge ist? Das wäre jetzt nun wirklich schlimm, wenn der Kuchen jetzt auf einmal eine Lüge wäre. Aber wie dem sei, bis dahin haben wir sowieso noch ein bisschen Training. Und bis dahin müsste es auch die leichte Hirnüberlastung jetzt auch weg sein. Hoffen wir jetzt einfach mal das Beste. Oder anders gesagt, hoffen wir einfach mal das Beste. Tja, jetzt müssen wir bloß noch wieder die weitere Hirnüberlastung wegkriegen.
Und ich glaube, dann könnten wir es, wohl doch so langsam aber sicher mal wagen, weiterzumachen. Okay, das Dosenöffnen war jetzt nicht ganz richtig. Die rollenden Steine wiederum. Mussten wir jetzt machen. Okay, sieht der Sack jetzt der Sack nicht gerade vorteilhaft aus? Aber ich glaube, jetzt sind wir an einem guten Weg angekommen. Ich finde, das sieht doch jetzt schon mal ziemlich gut aus. Unsere Angriffskraft noch auf 36 zu bringen, wäre, glaube ich, beim besten Willen keine schlechte Idee. Na, ich denke, das ist jetzt nun wirklich die beste Idee, die wir bis jetzt hatten. Gut, dann eben jetzt noch ein bisschen Fitnesstraining. So, dass wir dann natürlich jetzt noch ein bisschen mehr Geld kriegen. Ein gutes Finanzierungsmodell ist, sagt das halbe Leben. Ebenso natürlich auch das Training hier. Gut, die leichte Hirnüberlastung ist jetzt also auch wieder da. Wunderbar. Aber uns läuft der Sack jetzt auf die Zeit wieder davon. Aber jetzt können wir auch wenigstens mal sehen, ob der Kuchen, er sagt, da ist. Ja, Panzerotti. Das Firmini-Rezept für Peninus. Der Peninus für Kuchen. Lecker. Aber wie schon gesagt, Stufe 36 bei der Angriffskraft wollen wir jetzt, noch versuchen zu kriegen. Wäre doch, ein Klacks, wenn das jetzt nicht klappen würde. Denn wozu haben wir ansonsten ja das ganze Geld, wenn wir es exakt nicht nutzen können? Mag zwar jetzt wirklich ein bisschen Geldverschwendung sein, aber besser als nichts.
Gut, schwere Hirnüberlastung hin oder her? Hauptsache, wir haben jetzt die Angriffskraft 36 erlangt. Jetzt müssen wir bloß noch mal sehen, wie wir jetzt das ganze andere hier machen. Dann erstmal ein bisschen Wing Chun Training. Und sobald wir das erstmal hier wirklich abgeschlossen haben, wird es dann in der Zeit, dass wir Saglodas mal auf der mal befragen. Ob sie uns mit dem Algorithmus helfen kann. Gut, die Sache mit der Hirnüberlastung haben wir jetzt auch wieder überlebt. So gut wie jedenfalls. Tja, jetzt würde ich sowieso noch ein weiteres Level-Up für Geschicklichkeit und Ausdauer in Kauf nehmen und dann geht es für uns weiter. Tja, ich weiß, das ist jetzt vielleicht übertrieben, was wir hier sowieso die ganze Zeit machen. Aber was muss, das muss. Tja, was muss, das muss. Training ist vorbei. Alles kann dann gleich wieder normal weitergehen. Und dann sagt wirklich erstmal wieder Story. Aber wann hat man ansonsten jetzt schon mal die Zeit, so das Training in Angriff zu nehmen? Man muss es ja jetzt schon machen. Denn wie schon ein paar Mal gesagt, wir wissen ja sowieso nicht, was jetzt mit Kapitel 3,5 noch los sein wird. Und auch ein wahrer Meister darf beim besten Willen niemals vergessen zu trainieren. Da uns jetzt sowieso das Osvirinia fehlt. Müssen wir das ja jetzt so machen. Also erst einmal Ausdauertraining so, dass wir dann Stufe 27 gleich haben.
Tja, ein bisschen leveln schadet ja sowieso nicht. Und daraufhin haben wir jetzt gleich sowieso auch das eine Ziel erreicht. Und das andere Ziel? Ja, ist gleich hier auch fertig. Tja, wir verlieren zwar jetzt, er sagt nun wirklich eine Menge Geld. Aber so muss das Ganze jetzt auch gemacht werden. So und nicht anders, versteht sich natürlich. Tja, der Punching Ball war sowieso immer eine gute Idee gewesen, um mehr gesagt die Geschicklichkeit zu trainieren. Gut, damit haben wir Stufe 23 erreicht. Die Überlastung ist jetzt auch fort. Also können wir jetzt gesagt mit der Story weitermachen. So, ach, verdammt nochmal, Emmett ist jetzt der Sack auch weg? Okay, all unsere Unterstützer, abgesehen der Sack vom Nudelmann, sind jetzt alle weg. Kannst du mir einen Scan-Algorithmus geben? Wozu brauchst du den? Hey, ich muss was scannen, das sich nicht öffnen lässt. Was ist denn? Ein Hund. Warum willst du einen Hund scannen? Einer von drei Hunden hat meinen Wohnungsschlüssel verschluckt. Ich will wissen, welcher es war, bevor er ihn auskackt. Bevor du weißt schon, ich ihn aufschneide. Nicht so überzeugend, aber das ist mir egal. Ich frage mich, ob es auf der Welt ein einziges Lebewesen gibt, das meine Einsamkeit mit mir teilen kann. Aber du hast so Emmett, oder? Pff, du bist erstaunlich naiv für einen Menschen. Emmett hat mich erschaffen, das stimmt. Würde er jemals davon träumen, mit mir befreundet zu sein? Absolut nicht. Emmett kümmert sich um nichts anderes als um sich selbst. Wenn er zustimmt, etwas für dich zu tun, dann ist immer etwas für ihn drin. Wie kann ich dir also mit deiner Einsamkeit helfen? Ich will einen Freund. Wow, vielen Dank, aber ich glaube nicht, dass meine Mutter... Ich habe kein Interesse an dir, Menschenjunge. Huh! Ich brauche jemanden, der die Seele eines Androiden verstehen kann. Hast du überhaupt eine? Mit anderen Worten, ich brauche einen Robo-Freund. Was für Typen magst du so? Nun, lass mich nachdenken. Er sollte ehrgeizig und zielstrebig sein und nicht aufgeben, wenn es einen Rückschlag gibt. Er sollte viele Freunde haben, das heißt, er hat das Zeug zum Anführer. Und er musste ein Roboter sein, dieser Teil ist offensichtlich... Wo ist Emmett? Tut mir leid, Mensch. Emmett sagt nie jemandem, wohin er geht. Schauen wir mal, ob es auf dem Schrottplatz eine passende Option gibt. Tja, wollen wir dann, sagt, den T-801 für sie klar machen? Hey, ich brauche einen Robo-Freund. Wow, wie ich sehe, hast du endlich beschlossen, dich so zu akzeptieren, wie du bist. Aber warum ein Roboter? Ist das eine Art Fetisch? Was? Nein, 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 nein. Und nochmals nein. Es ist nicht für mich, es ist für einen... Es ist für deinen Freund, klar doch. Ich kenne diesen Tick. Es ist kein wie auch immer. Also hast du jemanden Sinn? Ich glaube schon. Ein Schrotthaufen hat sich in der Robofabrik niedergelassen. Ist einfach furchtbar. Er hält die Arbeit auf, hasst die Menschheit und will, dass ihm alle in den Arsch kriechen. Och nö, Bender. Das klingt ehrgeizig. Kann ich ihn mitnehmen? Wir wären dir sehr dankbar. Wenn du es schaffst, natürlich. Na toll. Bald wird der Tag kommen und meine gefallenen Brüder werden sich erheben. Wir werden uns aus dem Staub der nuklearen Asche erheben. Ach ne, du schon wieder. Der fieseste aller fiesen Menschen, dieser ekelhaften Narren.
Nur damit du es weißt, du kommst mit mir. Du kannst freiwillig mitkommen, oder? Es gibt kein Oder-Kämpfe. Oder küsst mein glänzenden Hintern. Aber du hast doch gerade gesagt... Ach, scheiß drauf. Hauen wir dich hier, sag mal, schnell zu Brei. Und dann geht's weiter. Alter Schwede, du hast so zugelernt. Er hat tatsächlich dazugelernt. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das war jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Oh nein, was hast du getan? Wie soll die Menschheit hier seinen glänzenden Hintern küssen, wenn ich keinen habe? Ich weiß nicht, ich finde, das sieht besser aus. Rostiger Roboterkopf. Und jetzt muss ich dir jemanden vorstellen. Ich habe einen Robo-Freund für dich. Ich sehe niemanden. Er ist genau hier in meiner Tasche. Das ist nur ein Kopf. Ich dachte, du wärst auf der Suche nach einer platonischen Beziehung. Hey, sexy Mama, bist du bereit, alle Menschen zu töten? Wenn wir das wirklich tun wollen, müssen wir zuerst dafür sorgen, dass sie uns nicht hören können. Ich hab schon verstanden, aber was mit diesem Scan-Algorithmus? Hier ist er und jetzt geh. Tja, freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin Glodas. Ich bin ein rostiger Roboter, aber meine Freunde nennen mich Skynet. Es ist ein Robomatch. Ja, GLaDOS hat ihren Lebenspartner gefunden. Skynet. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch gar nicht. Wir haben sie mit... Wir haben sie mit Skynet verkuppelt. Das ist ja schlimmer als sonst was. Na gut, jetzt haben wir auf jeden Fall alle Materialien beisammen. Also geht es jetzt erstmal wieder zurück in die Garage. Carla, komm rein! Ich bin da, ist alles fertig? Ja, das ist alles, was wir brauchen, um das Gerät zu bauen. Prima, lass uns ausprobieren. Lichterloh erhellen funkenden Raum. Eine tiefe Frauenstimme gibt sanfte Anweisungen. Codesign rasen unserem Dingenskirchen, bis er es endlich geschafft hat. Puh, wir haben es geschafft. Nicht wirklich. Jetzt kommt noch der schwierigste Teil. Das Installieren der Treiber. Verdammt nochmal. Flüche erfüllen den Raum. Eine verwirrte Frauenstimme gibt stockend Anweisungen. Symbole, die keinen Sinn ergeben, rasen unserem Helden entgegen, bis er einen endlich geschafft hat, diesmal ganz sicher. Das war's? Jo. Gut, bingo. Also, wie benutze ich das Ding? Zuerst muss etwas über GPP-Chips verstehen. Hä? Schau, der Chip ist ein Gerät, das Teile des Gehirns ersetzt. Größtenteils sind die Fragmente für das Gedächtnis zuständig. Das bedeutet also, dass der Chip die Erinnerung der Person speichert? Ja, alles was passiert ist, während die Person ihren Chip hatte. Wenn eine Person also ihren Chip verliert. Genau, kein Chip bedeutet keine Erinnerung für diesen Zeitraum. Kommen wir also zur Sache. Mit diesem Gerät können wir den Chip einer beliebigen Person scannen. Um einen Chip zu scannen, musst du nah an ihn herankommen. Du kannst nicht den gesamten Speicher einer Person auf einmal scannen, sondern nur genau das, was du brauchst. Also musst du die Person etwas erinnern. Finde einen Weg, die Erinnerung auszulösen. Klingt eigentlich ganz einfach. Bis du alles herausfindest, was sich auf diesem Geheimnis von Chip befindet? Auf jeden Fall, ich muss Onkel Barry dabei helfen, denn er gibt mir meinen Pass für die Oberstadt. Aber andererseits gibt es noch viele offene Fragen. Die Stadt hat Probleme mit vergiftenden Nudeln und seltsamen Robotern. Dann ist da noch die Ausbeutung des Schleims, das Monopol auf Lieferung. Und wenn ich so darüber nachdenke, kann ich Silver vielleicht sogar die ganze Wahrheit anlocken. Hallo, bist du noch da? Ja, ja, entschuldige, ich habe nur nachgedacht. Ich muss los, die Ermittlungen warten. Dann viel Glück, Ermittler. Verdammt nochmal, das hätte er gewusst, hätte ich das Training auch erst später gemacht. Aber wir haben eine Menge vor, bis... Aber wir haben wirklich eine Menge vor. Bevor wir erstmal...
Okay, wir haben erstmal eine Menge vor, bevor wir überhaupt in der Lage sind, ja, der Hauptmission zu machen. Wen soll ich zu den Robotern befragen? Genosse Kindertrainer, bist du wieder hier, um mit dir in der Nase rumzuschnüffeln? Wenn man das auf einem Schrottplatz sagt, klingt das irgendwie lustig. Ich habe nie darüber nachgedacht, was willst du also? Ich wollte dich nur besser kennenlernen. Wie lange bist du schon in der Roboterproduktion tätig? Noch nicht so lange. Mein Chef hat mich gebeten, hierher zu kommen. Damit sehe ich die Produktion schon. Und wo ist dein Chef? Ich habe ihn noch nie gesehen. Hä? Ja, weiter bitte. Du hast ihn schon oft gesehen. Du hast nur nicht darauf geachtet. Er beobachtet gerne alles, ohne zu viel Aufmerksamkeit zu erregen. Verstanden. Ja, der Einzige, der schon von Anfang an hier ist. Ist unser süßes, kleines Eisenhörnchen. Hä? Ob das Gerät auch beim Hund funktioniert? Darf ich ihn streicheln? Wenn du keine Angst um deine Finger hast. Tja, machen wir mal. Also, Hündchen, was denkst du über die Nutzung von Killerrobotern? Brapp. Mal sehen, wie geht das noch an? Oh, verdammt nochmal. Wurden wir geblitzt, Dings? Wie hat dir die Umstellung gefallen, Boria? Du hast mir nie gesagt, dass es ein Hund sein würde. Das sind meine Überraschungen. Hast dein Chef nicht Hunde? Er mag die, die gehorsam sind. Ein Grund mehr für dich, die Zügel fest in der Hand zu halten. Die Fabrik ist bereits in Betrieb. Gut, gut, aber vergiss nicht, Boria. Du musst jeden Auftrag ausführen. Egal, wie gefährlich das Produkt ist. Wir brauchen mehr als nur ein paar alte Fracks. Wir brauchen eine Armee. Ich möchte dich daran erinnern, dass ich der Boss der russischen Mafia bin. Nicht jemandes Laufbursche. Zeigt da jemand etwas seine Zähne? Ich dachte, wir hätten einen guten Jungen hier. Jetzt komm schon, beeil. Bell für mich. Ist das nötig? Bell für mich. Rapwurf. Braver Junge. Okay, das Ding funktioniert. Heiliger Schorsack, es ist ein Kerl. Wurf. Beruhig dich, Hündchen, beruhig dich. Was ist hier los? Nichts, er ist ein wirklich guter Junge. Die Russen befolgen also wirklich nur Befehle. Aber wessen Befehle, das muss ich herausfinden. Na, wessen Befehle wohl? Katzige Befehle. Verrückte, katzige Befehle. Und sicherlich ist mit dem Lieferservice auch nicht so viel anders. Ich bin... Was? Ja, gefeuert. Entschuldigung. Papst, das kannst du mir nicht antun, nur weil ich mich einmal beschwert habe. Wir wissen beide, dass es weit darüber hinausgeht. Was soll ich denn jetzt tun? Wenn ich es in aller Kürze zusammenfassen könnte, würde ich sagen, werd verdammt nochmal erwachsen. Toll, ganz toll. Ach, ich verfluche den Tag, an dem wir diesen Lieferservice bekommen haben. Das ist mein Stichwort. Und das hier ist dein Büro. Wir werden uns nicht in deinen Lieferservice einmischen, solange du alles erledigst. Okay. Ich finde deinen Mangel an Enthusiasmus verdächtig. Mir wurde versprochen, dass ich bezahlt werde und nicht zum Lakaien von jemandem gemacht werde. Der Chef hat gern nützliche Leute um sich und deine Hilfe war unbezahlbar. Keine Sorge, Loyalität wird sehr gut bezahlt. Für mich ist die Loyalität zur Familie wichtiger. Geht es um den jugendlichen Straftäter, den du gezeugt hast, stell ihn einfach ein. Der Lieferservice bekommt einen Lieferjungen und du kannst Zeit mit deinem kostbaren Sohn verbringen. Problem gelöst. Unerwartet. Tja, Familienlieferservice. Du, was hast du hier zu suchen? Ich habe ein Paket geschickt. Ich bin gekommen, um herauszufinden, wo es ist. Aber das ist okay. Es ist schon verloren. Gott weiß wo. Also, tschüssi. Tja, die Informationen, die lohnen sich jetzt sehr langsam immer mehr. Okay, wir müssen jetzt die richtigen Yakuza befragen. Hallo! Hallo, Sensei! Was führt dich wieder her? Geschäft oder Vergnügen? Oh, auf jeden Fall Vergnügen. Diesmal bin ich hier, um zu tanzen und nicht um nach Drogen zu fragen. Oder nach vergifteten Nudeln oder einer bösen Verschwörung oder sowas. Nur fröhliches, freches Tanzen. Willst du dich an mir anschließen? Ich glaube, ich verzichte. Mal sehen, was du so zu verbergen hast, Kumicho. Yay, 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 Schuhplattler, Dingenskirchen, Dingeskirchen. Also, wie läuft das Geschäft? Lass uns den Smalltalk überspringen. Du kommst immer gleich zur Sache. Wenn du dich für meine Geschäfte oder andere Geschäfte in der Stadt interessierst, kannst du einfach deinen Chef fragen.
Sehr richtig, er ist unzufrieden mit der Leistung der neuen GPP-Chips. Was hat das mit mir zu tun? Wir entwickeln eine Methode, um sie zu verbessern. Also so etwas wie ein Power-Saft. Die Mischung muss eingenommen werden. Mit Nahrung. Abu verkauft Essen, Bobo verkauft Essen. Doch du bist der Einzige, der was kocht. Die Tests beginnen nächste Woche. Du willst meine Kunden als menschliche Versuchskaninchen benutzen? Unsere Kunden. Vergiss deinen Platz nicht. Wir sehen uns nächste Woche. Diese verdammte Katze! Die Droge ist also eine Leistungssteigerung für den GPP-Chip. Sieht aus, als ob sie die Entwicklung noch nicht abgeschlossen haben. Schicke Tanzmove, Sensei. Wie wär's mit deinem Getränk? Geht das Haus? Sorry, aber den Service erscheint mir nicht ganz vertrauenswürdig. Wir sehen uns. Aber da fragt man sich doch jetzt, der sagt, was genau? Bezweckt der Sack Fluffy mit einer Leistungssteigerung? Hey Bobo! Stimmt was nicht? Wo ist Lille Bobo? Ich weiß nicht, aber wenn ich den kleinen schleibigen Drecksack in die Finger kriege. Das ist lustig. Was genau? Du hast ihn gerade klein und schleimig genannt. Weiß ich noch und? Findest du nicht auch, dass Lille Bobo wie ein kleiner glitschiger Schleim aussieht? Vielleicht! Und er arbeitet seit seiner Geburt für dich, als ob du ihn versklavt hättest. Willst du damit etwas sagen? Nein, ich denke nur laut. Ich bin nicht daran interessiert, mit dir Psychospielchen zu spielen. Nun hoffen wir, dass deine Psyche interessiert ist. Wenn man es dann genau nimmt, haben wir jetzt gesagt, einen Tricorder eigentlich gebaut. Das ist seine Einrichtung. Wenn du sie am Laufen hältst, wird dein Lebensstil sehr komfortabel sein. Ich danke dir, aber ich hätte deine Frage her. Namen sind nicht nötig. Woher kommen diese Dinger? Ich meine die Schleime. Diese Lebensform begann auf eine erstaunliche Weise. Dein schöner Wohnwagenpark, den wir abgerissen haben, um diese Farm zu bauen, fütterte jahrzehntelang gewöhnliche Würmer mit chemischen Abfällen. Chemische Abfälle? Wissenschaftler haben die Überreste eines bestimmten Kräutertranks im Boden gefunden. Irgendein Kerl kippte ihn immer wieder in den Boden. Am Ende entwickelte sich eine Lebensform, deren Protein von tierischen kaum zu unterscheiden ist. Perfekt geeignet für New Age Fast Food. Klingt profitabel, oder? Stimmt. Aber jetzt lass uns über die Zukunft sprechen, über deine Neugierde, Bobo. Ugh. Wie du an dieser wundervollen Einrichtung sehen kannst, für die du verantwortlich bist, ist mein Chef dir sehr dankbar für deine Hilfe in der Vergangenheit. Aber seine Dankbarkeit hat auch ihre Grenzen, also... Wenn du in deiner jetzigen Position bleiben willst, musst du auf Fragen wie diese verzichten. Haben wir uns verstanden? Ja. Gut, ich werde diese Einrichtung genau im Auge behalten und dich auch. Also gut. Schleime sind weiterentwickelte Würmer. Das hätte ich mir vom Geschmack her denken können. Ich muss wohl diese mysteriöse Person finden. Tja, diese mysteriöse Person müssen wir finden. Bevor sie uns auf jeden Fall finden kann. Wir haben auf jeden Fall noch zwei weitere Sachen hier zu erledigen. Prüfe, ob Silver lügt. Dann scanne den mysteriösen Chip auf der Polizeistation. Aber das können wir jetzt beim besten Willen noch nicht machen. Also er sagt noch viel zu früh. Dafür. Und damit sage ich jetzt erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wo wir so langsam und sicher wohl ins Fadenkreuz von Fluffy geraten werden. Das wird dann wohl, er sagt, Kapitel 4 sein. Die große Rebellion, der große Showdown, wie auch immer. Wie auch immer. Wir sind dem Geheimnis der Welt so langsam sicher auf der Spur. Bevor er sagt Glodas, ich meine natürlich, oh, hab's richtig gesagt. Bevor natürlich Glodas und Skynet, er sagt nicht die Welt vorher, naja, in den Abgrund stürzen. Aber das wäre dann, er sagt, meine andere Geschichte. Und damit sage ich jetzt erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal, bis dann und ciao. Wenn wir die letzten Fragen klären werden, bevor wir dann also wirklich ins katzige Blickfeld wohl geraten werden. Bis dann und ciao, bis dann.